als ich hier durch die Gegend geflogen bin, ist mir aufgefallen, dass hier in diesem Gebiet hier eine Menge Nebel ist. Und das kam mir irgendwie nicht bekannt vor. Deswegen, ja, ich mich hier ein bisschen umgeschaut und hier ist irgendwie was, was ich betreten kann. Also gucken wir mal, was hier los ist. Der Brunnen der Wärme, Jumanju. Okay, das sieht aus wie eine Dingens. Ja, das sieht aus wie eine heiße Quelle hier. Wir wissen ja, hier zu verkaufen ist genau ein großes Angebot für Yukatas. Lass mich raten, hier kriegen wir unsere, wie in jeder Tales of Serie vorkommende heiße Quelle Szene. Irgendwie so was, ne? Willkommen im Bubbles Baubles, dem Souvenirladen von Jumanju. Bitte sieh dich um. Hast du neue Sachen? Nee. Hast du Seegras? Nee. Ich brauche Seegras für diese eine Quest in Kaponor, was weiß ich, wie das heißt. Wo ich diese ganzen Zutaten hier zusammensuchen muss. Und Seegras ist irgendwie das Einzige, was mir noch fehlt. Wieso, das ist einfach herrlich. Ich wusste gar nicht, dass es Bäder unterm freien Himmel gibt. Natürlich kommt hier der Cutscene. Hallo, liebe Besucher, und willkommen beim heiße Quellenbad von Jumanju. Hey, was ist das für ein Ort? So, Sie sind in einem heißen Quellenbad von Jumanju, Heimat der besten Freiluftbäder von Terkalumines. Die Jumanju-Quellen sind weltberühmt. Es ist ein Freiluftbad. Es ist eine heiße Quelle, in der man draußen baden und entspannen kann. Draußen baden, so etwas habe ich noch nie gehört. Ich denke, ihr werdet es angenehm und auch befreiend finden. Ich steige einfach in die Badewanne und hüpfe wieder raus, weil ich sauber bin. Wen interessiert es, wie angenehm es ist? Nur, es ist am besten für deinen Körper, wenn du eine Weile im Wasser bleibst und dich schön entspannst. Freiluftbäder, ja, hört sich sehenswert an. Wie es wohl ist, darin zu sitzen. Oh, das klingt gut. Ich möchte reingehen. Ich finde auch, das klingt sehenswert. Ihr wisst, was ich meine, Zwinker. Können wir reingehen? Leider nicht, es ist unmöglich. Was? Warum können wir nicht rein? Du bist echt fies. Versichere euch, ich bin nicht fies. Die Bäder werden nur gerade gereinigt. Ernsthaft, wie gemein. Lass uns einfach mal wiederkommen. Es tut mir schrecklich leid. Wir freuen uns auf euren nächsten Besuch. Also erst schön geil darauf machen, ne? Und dann so weit. Hm, nichts Neues, ne? Sieht nicht so aus, ne? Können wir die Bäder sauber machen? Hier kommt da so was von irgendwann eine heiße Quelle-Szene wie in jedem anderen Tales of Spiel. Die Unterkunft vom Brunnen der Wärme in Jumanji kostet 100.000 Gold pro Nacht. Möchte ich dir nächtigen? Was? Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, fragt jederzeit nach. Claire, Klang, Klang, Claire, wirf eine Münze rein, damit ich ein Getränk serviere. Schwächetrank. Ja, super. Ich krieg von diesen heißen Quellen einfach nicht genug. In denen fühlt man sich so pudelwohl. Mein Schild entsteht kein Zutritt. Reinigung im Gange. Okay, ich möchte irgendwie nicht. Wir werden Andenken verkauft. Kekse, Taschentücher oder Anstecker. Was passiert, wenn ich 100.000 Geld hier reinballer für die Übernachtung? Kriege ich dafür irgendwas? Weil das ist ganz schöner Wucher. Das ist, weiß ich nicht, der wucherste Wucher aller Zeiten. Also lass mich erstmal speichern, wenn es geht. Auf den anderen Spielstand hier. Na, gucken wir mal, was passiert, wenn ich 120.000 Geld reinballer in die Übernachtung. Möchte ich wenigstens irgendwas bekommen. Waffe, Titel, irgendwas, was weiß ich. Gar nichts. Ich habe nichts bekommen. Habe ich ein Dings bekommen, ein Gespräch. Ein Skit, meine ich. Ja, voll der Wucher. Ja, direkt mal laden. Hier sind neue Monster, oder? Lass mich mal hier nachgucken. Ich war ja hier noch nicht, also ja, du bist so neu. Ist irgendwie bekannt aus.
Ne, dich kann ich schon, okay. Gut. Hätte sein können. Wir hoffen, wir hatten einsetzen. Noch viel zu oft. Da war ich schon hier irgendwann anscheinend. Hab hier gekämpft. Wie das ausschaut. Weiß ich nicht. Na gut. Es geht. リトッチも、こっち来たろ船の真ん中でじっとしてないで。あ、後でね。それないわね。おっさんとは、はしゃいでられないって。何、ちょっといね。暇な話しなさいよ。何すんだよ。ダメ。あら、もしかしてリトッチ高いとこダメ？ 人生の半分は損してるよ。この風景を楽しめないなんて。Mein Gott, voll Repeat, voll gewalttätig irgendwie. Komm jetzt her, nein. Die fordern mir Leben am Bangen. Das ist klar. Okay. Anscheinend habe ich alle Sachen beisammen, weil sobald ich mit dem Typen hier rede, der uns diese Zutatenquest gegeben hat, kommt eine Cutscene. Und ja, ich meine aber, mir fehlt noch was. Ich habe mir halt mal aufgeschrieben, als ich mal mit dem geredet habe, und der hat gesagt, er will Chinakohl, Tofu, Seegras, Jakobsmuscheln, Lachs, Tintenfisch und Garnelen. Ich habe alles bis auf Seegras, außer hier, wo ist es? Da, getrockneter Seetang, was ich irgendwie in dieser einen heiße Quelle da gekauft habe, zählt als oder das hier, eins von den beiden, das ich neu gekauft habe, zählt irgendwie als Seegras. Und ja, ich nehme an, das ist der Fall, ne? Weil boom. Jetzt passiert hier nämlich was. Warum nicht? Willkommen zurück, Freunde. Ja, mal Zutaten. Was jetzt? Wir filetieren den Fisch. Hast du ein Filetiermesser? Hast du ein Filetiermesser, das ich verbrauchen kann? Ich fürchte nicht. Du hast keins? Tut mir leid, das hier ist ein Saftladen, also können wir nicht das da drüben nehmen? Rita, Liebchen, das Messer ist gut, um Äpfel zu schälen, sonst nix. Da müssen wir eben ein Messer selbst machen. Aber wenn es ein einfaches Küchenmesser reicht, kann ich eins machen. Es muss ein Filetiermesser sein, Fisch muss frisch bleiben. Und damit er frisch bleibt, braucht man ein spezielles Messer, um ihn fix zu filetieren. Wenn ich sie nicht richtig filetiere, dann sind die armen Fische für nichts und wieder nichts gestorben. Das sehe ich auch so. Gut ausgerückt. Aber ich stelle mir so ein Messer her. Ein Schmiedegilde könnte uns bestimmt einen schmieden, oder? Wenn wir eine Gilde um Hilfe bitten, wäre es ja schneller, eine Anfrage bei der Union einzureichen. Normalerweise sind wir doch die, die solche Jobs machen, nicht umgekehrt. Frag doch mal in der Bar im Dahnrest. Richtig, dort können wir jemanden von der Union kontaktieren. Wir sollten wohl sicherstellen, dass wir alle Materialien beisammen haben, bevor wir darum bitten, es zu schmieden. Um ein Küchenmesser herzustellen, brauchen wir eine Schafklinge und einen Flammstein. Ich frage mich, wo wir die herbekommen. Naja, warum gehen wir nicht nach Dahngrass, sobald wir die Materialien haben? Also, unser Ziel lautet, dieses Küchenmesser zu besorgen. Auf geht's! Also bauen wir noch mehr Sachen, ey. Hey, ist doch voll. Also habe ich das jetzt alles zusammengesucht und dann nochmal, ey. Schafklinge und ein Flammstein. Habe ich das? Flammstein müsste ich eigentlich haben. Schafklinge. 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 Keine Ahnung. Da, eine Schafklinge und Flammstein habe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Habe ich jedenfalls schon mal irgendwo gehört. Da. Gut, dann ab nach Dagenrest. Weil warum nicht? Kann ich von hier auch dahin teleportieren? Warum nicht? Jetzt von hier rausgehe oder ein paar Schritte da draußen mache. Ist doch egal, Mann. Gut, gehen wir mal dahin. Dann
irgendwer. Nein, diesmal mache ich nicht den Fehler. Dann ich wieder da und dann kann ich von nirgendwo da reingehen. So, wo muss ich jetzt hin, um das Messer herzustellen? Mit wem muss ich da reden? Ist da irgendjemand neu aufgetaucht? Du? Wo ist denn die Schmiedegelde? Weiß ich doch nicht, Mann. Das ist eine Kochengilde, ne? Lass mal wieder suchen, wo ich hier hin muss, du. Gesagt haben das, ne? Wo soll ich denn, müssen wir in der Schmiedegilde essen? Weiß einer von euch, mir mal ein Messer herstellt. Komm. Wie muss ich denn hier reden? Muss ich in das Gildengebäude reden? Da ist doch normalerweise niemand, glaube ich. Und warum ist mein Mikrofon so leise? Hallo, das schlägt fast gar nicht aus. Oh. So, du, sag mir, was zu tun ist. So, einer von euch muss ja ein Messer erstellen können. Ja, mit dem Hasengilde Dingen, ich weiß nicht. Der Typ im Gefängnis hier von der Schmiedegilde. Doch, kommen wir weiter. Hey, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ey? Da haben wir es dann gesagt, ne? Wo ist denn hier einer von der Schmiedegilde? Wo soll ich wissen, wer hier von der Schmiedegilde ist? Ey? Boah, frustriert mich hier schon wieder ein bisschen. Ey. Warum? Ist das rot im Gesicht? Wir sind in Taverne. Ich hätte immer so, weiß ich nicht, so einen genauen Ankerpunkt, wo ich hin muss. So extra doofe. Hey, einen Moment mal. Wir müssen ein Küchenmesser herstellen, ne? Und hier ist eine Kochgilde. Was? Aber die haben, boah. Die haben mir doch gesagt Schmiedegilde. Ich muss bestimmt hier rein, ne? Weil hier ist alles ums Kochen irgendwie. Du musst doch hier irgendjemand was machen können, ne? Weil wir müssen ein Küchenmesser herstellen. Du. Oh. Irgendjemand. Du, komm. Oh, das gibt's jetzt nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt hier richtig. Ah. War doch ein guter Gedanke irgendwie, dass ich erst hier hin muss. Alter. Jetzt nehme ich hier wieder jetzt durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung wohin. Das ist diese eine Taverne. Mag der Fortuna hier kommen. Du, weißt du, wie man ein Messer herstellt? So wie man ein Messer herstellt. Da muss ich mir halt wortwörtlich herstellen. Ja, sieht nicht so aus. Hätte doch locker so herstellen können, ey.
Wenn man die Materialien in Carol hätte dann herstellen können, man. So, ich weiß noch hier in der Taverne, sonst wo ist die nochmal? Die andere Taverne hier. Ja, ne? So, hier muss aber richtig sein, komm. Oh. Du stehst ja so auffällig. Mein Gott. Du. Boah. Hey, kannst du uns aushelfen? Was brauchst du denn, Raven? Das ist nichts, was ich brauche, sondern etwas, das sie braucht. Kannst du mir aus diesen Materialien ein Filetiermesser erstellen? Ein Filetiermesser, das dauert ein Weilchen. Wir können ja nicht ewig fahren. Können wir nicht tun, damit es schneller geht? Tja. Ah, hey, wie wär's, wenn ihr mir diese Materialien gegen das Messer tauscht, das ich schon hier habe? Wenn dieses Messer für die Bar gut genug ist, sollte es auch für uns gut genug sein. Plötzlich, ne? Also dann bitte sehr. Wow, versenkt mir die Planke. Was ist denn, Patty? Das ist ein Allzweckmesser. Das ist so ziemlich für alles gut, was ein Koch braucht. Bist du sicher, dass ich es haben kann? Ich kann gut genug kochen, dass ich auch ohne klarkomme. Außerdem kann ich mir mit deinem Material ein neues Messer von der Seelenschmiede schmieren lassen. Vielen Dank. Da haben wir ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Allerdings Küchenmesser. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg nach Torin zurück. Ja, mir das lohnt sich nicht, ey, dieser ganze Stress hier. Platzt jetzt schon der Ader. Ja, kommt jetzt am schnellsten aus. Muss wieder zu Fuß rauslaufen. Ne? Ja, ne. Also gut. Dann wäre dieser ganze Müll lohnt sich. Jetzt gehen wir da hin. Der sagt, wow, ich brauche noch irgendwas anderes. Dann muss ich wieder irgendwelche Sachen zusammensuchen und da müssen wir noch mal irgendwie durch die Gegend rennen und irgendwas machen. Pass auf. Ich verstehe einige Zeitquests in diesem Spiel nicht. Genauso wie mit diesen einen hier, der. Ah, ich bring mich um, Baby. Genauso dämlich, ey. Irgendwie haben die Tales of Spiele immer so merkwürdige Quests, ey. Ja. So, ich habe dein Messer. Jetzt schlitze ich dich damit auf, wenn du mir nichts was dafür gibt. Wenn du mir nichts dafür gibst, so. Ihr habt das Messer. Es fängt so jetzt an zu kochen. Apropos, was genau kochst du eigentlich? Fischeintopf, ein herzhaftes Seemannsessen. Eintopf, ich esse nicht sehr oft Eintopf. Das ist das streng geheime Rezept, das Seefahrer auf See kochen. Stimmt's? Passt perfekt zu Schnaps. Die Brühe absorbiert und versteckt im pikanten Fischgeschmack, wird es keine bessere Mahlzeit wählen können. Eintopf spritzt, man muss einfach alles stimmen, kochen, ein paar Gewürze dazu und voila. Dann braucht man nicht mal ein Rezept oder unsere Hilfe. Man sollte Eintopf nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist ein komplexes Gericht mit subtilen Aromen, die ganz unterschiedlich sind, je nachdem welche Zug man selber erst reinhaut. Gemacht, ich bringe die wahre Bedeutung von Eintopf bei. Rita, hast du schon mal davon gehört, sich um Kopf und Kragen zu reden? Halt die Klappe! Was? Genau, Carol und der alte Mann sind fürs Gemüse zuständig. Judy, kannst du die Brühe ansetzen? Was delegierst du hier rum? Ich dachte, du machst den Eintopf. Wie wollt ihr denn sonst die wahre Bedeutung von Eintopf erfahren? Rita. Was soll das? Rita wascht ab. Estelle kocht den Reis und Juri filetiert den Fisch. Oh, ich bekomme die wichtigste Aufgabe. Dann kümmere ich mich um die Gewürze. Du hilfst dem Fisch zu filetieren, Flynn. Das ist genug Fisch für euch beide. Verstanden. Ich bin für die Gewürze verantwortlich. Alles klar, Freunde, auf in eure Position. Ja, es ist fertig. Boah. Irgendwas riecht hier fantastisch. Da läuft mir erst was im Munde zusammen. Voll ein Kaufmann. Er hat mir die ganze Geschichte erzählt, wie ihr dieses neue Menü für ihn zusammengestellt habt. Dagegen, wenn ich euch für einen Happen Gesellschaft leiste? Überhaupt nicht. Danke, da sage ich nicht nein. Köstlich, dieser herzhafte Geschmack und ein und keine aromatische Noten sind verloren gegangen. Das ist ein vorzügliches Gericht. Meinst du, es hat den Platz auf der Speisekarte verdient? Absolut, es hat das Zeug dazu, ein neuer Turima Spezialität zu werden. Ich
kann dir nicht genug danken. Mit dieser neuen Karte wird mein Laden brummen. Das ist die richtige Einstellung. Viel Glück. Dieses Gericht wird noch mehr Leute nach Turin ziehen. Ich habe weiterhin einen steilen Anstieg in Tourismus umsetzen. Ah, immer die gerissene Geschäftsfrau. Das letzte, was jemand zu mir gesagt hat. Ich habe volles Vertrauen in meinen Fischeintopf. Ich wette, jeder, der davon probiert, wird so glücklich sein wie nie zuvor. Ja, ey, all das für ein Rezept. Boah. Super, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Vorher erweitert überall mit Anzeige. Okay. Ja, war es das jetzt alles wert? Irgendwie finde ich jetzt nicht, dass das alles wert war. Ja. Dreck. Okay. Ja, wenigstens wieder was erledigt. Gut. Gott, noch ein Skit, wenn ich da draußen gehe. Ich erwarte irgendwie dann Skit. Skit. Nein, okay. So, versuchen wir das Ganze noch einmal. Hier im Leuchtturm ist eine Cutscene. Ich habe die Cutscene schon alle gesehen und ja, schon aufgenommen, aber mein Mikrofon hat wieder rumgespackt, deswegen muss ich das jetzt noch mal aufnehmen. Und ja, wir können hier reingehen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal hier reingehen konnten, aber ja, oh, hier ist eine Cutscene und ja. Hoi, lange nicht mehr gesehen. Patty, wo warst du denn? Wollte dir keine Sorgen bereiten. Ich habe eine kleine Reise gemacht, um meine Erinnerung zurückzuerlangen. Aber du bist einfach verschwunden. Ich war krank vor Sorge. Wer ist das denn? Jemand, der mich gefunden hat, als ich ohne Erinnerung ziellos herumgelaufen bin. Seid ihr alle Pets Freunde geworden? Freunde, Reisegefährten, Pets, Geiseln, suchst dir aus. Ach, Juri, bitte, wir sind doch Freunde, oder? Er ist mein Ehemann. Junge, Junge, du hast offensichtlich einen guten Fang gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Naja, manchmal fühlt es sich so an, als würde es zurückkommen. Vielleicht. Verstehe. Na, wie es aussieht, hast du ein paar tolle Freunde gefunden. Oh, und dein Zimmer ist noch genauso, wie du es gelassen hast. Vielen Dank. Verzeihung, aber hat sie euch davon erzählt? Wovon erzählt? Na, ihr wisst schon, von ihrer Geschichte, von ihrer Abstammung. Du meinst Alfred? Ja, also hat sie euch es erzählt. Und dennoch seid ihr hier und reist mit ihr. Das war für uns nicht wirklich ein Ausschlusskriterium. Du vermietst ihr gerne ein Zimmer. Worauf willst du hinaus? Nun, die Gilden haben in der Stadt einen großen Einfluss, wisst ihr? Willst du damit sagen, die Leute lassen an ihr aus, wie Alfred die Gilden behandelte? Genau. Ja, ich habe es dir schon geraten, nicht über ihre Seilschaften zu sprechen. Aber sie muss einfach immer das letzte Wort haben, wie ihr vermutlich schon bemerkt habt. Das kannst du laut sagen. Hey, ihr alle solltet auch mal ausschalten und entspannen. Fühlt euch wie zu Hause. Vielen Dank, werte Dame. So, jetzt müssen wir da oben zum Zimmer gehen. Freunde von Patty sind willkommen. Viel Spaß. Ein Sack voller Trockenfisch. Jedes Mal, wenn er geöffnet wird, macht sich ein seltsamer Geruch breit. Ja, und du. Meine Enkelin versteht einfach nicht, wie gefährlich das Ganze sein kann. Egal, wie oft ich es ihr erkläre. Ich fürchte, sie wird es erst verstehen, wenn das wer ihr Leben fordert. Redest du von Patty? Hier hast du also gelebt, hm? Jawohl, ist ein hübsches Plätzchen zum Entspannen. Hör auf, deine Nase in Angelegenheit zu stecken, die ich es angehe. Ein Mädchen sollte Geheimnisse bewahren können. Ich hab da noch gar nichts. Was ist dieses seltsam aussehende Ding? Ach komm, das ist doch süß. Ah, oh, du hast gute Augen. Ich sag dir gleich, wer hier gute Augen hat. Hm. So. Das hier kann man noch. Oh, wer ist dieser Herr? Ah, er könnte es ihr Großvater sein? Hm, ah ja. Wow, scheint sich einer an. Er sieht toll aus, oder? Verlieb dich bloß nicht in ihn. Das gilt auch für dich, Rita. Ich habe gar nichts gesagt. Ist das Wappen von Sirenenzahn? Jawohl, mit dem Anker und Schädel drauf. Warte mal, dieses ausgestreckte Flügel habe ich schon mal gesehen. Ja, ich auch. Aber wo? Ein Weg heraus,
Es gibt die Treppe, die zur Spitze des Leuchtturms führt. Im Ernst, warum gehen wir da nicht hoch? Tut mir leid, keiner Land dran. Ich meine, die ist nicht für Gäste. Ach, komm schon. Es gibt doch einen anderen Weg nach draußen. Du kannst du deine Lungen mit den salzigen Brise des Meeres füllen. So. Oh, da können wir leider nicht hin. Oder? Hier ist nur ein blöder heiliger Dreck. Leider. Ich war sehr enttäuscht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. So, mehr ist ja, glaube ich, nicht. Den Tisch, nein, okay. Sag mal, gleiche, das ist noch eine Karte, kann ich die nicht? Er geht schon. So ein hübsches Zimmer nicht. Was hältst du davon einzuziehen, Juri? Könnt gerne noch bleiben, wenn ihr mögt. Okay. Aber wenn wir jetzt noch mal da hochgehen, dann kann man die ganzen Klamotten noch mal anschauen. Ein handgemachtes Schmusespielzeug mit Knöpfen als Augen. In der Schublade befindet sich ein Frauenpiratenhut. Da steht ein kaum lesbarer Name drauf. Party. Nehme ich an. Und da war es ja. Okay. Da glaube ich auch nichts mehr. Gut. Mal die Aufnahme diesmal geglückt ist. Oh. Wie passiert da was? Du da! Du machst dir wegen irgendwas Sorgen, oder? Wer wieso, warum redest du mit mir? Wer ich? Klar, aber wer sorgt sich nicht? Ich bin die großartige Zashan von den weißgekochten Kerebellum Wahrsager Gilde. Nun denn, entspann dich, rühr dich nicht vom Fleck und ich sage dir die Zukunft voraus. Was? Aha. Dein Geist zählt vor Liebeskummer. Oh wow, sie hat recht. Und diese Seelenqualzylinder musst du ich an Mast jener Prinzipien zurück, die dir lieb und teuer sind. Prinzipien, meinst du die Lehren der See? Was bitteschön ist das? Eifrits Lehren, das war im Prinzip ein Mantra. Also wie, deine Wünsche werden einfach wahr, wenn du nur deine Lehrerin einhältst. Nicht nur einhalten, ausüben. So, ich habe dir eine Zukunft vorausgesagt. Also bezahl mich. Das macht dann 1000 Gehalt. Moment mal, wir müssen dafür zahlen. Die Glückseligkeit in dieser Welt ist nicht billig und erst recht nicht umsonst. Du hast uns überfallen und jetzt willst du auch noch Geld? Das ist ja fast Diebstahl. Der Junge hat recht. Ja, aber was soll's. Nun vielen Dank für euren Auftrag. Und noch eins, bevor ich gehe. Die Glückseligkeit, nach der ihr euch sehnt, liegt verborgen in einem Gegenstand, der vom Meeresgrund ans Licht kam. Okay. Das Ganze ist ja echt ein. Kannst du nicht etwas genauer sein? Das ist alles, was ich sage, mein Freund. Gehabt euch wohl, mögt eure Liebe unter einem guten Stern stehen. Also muss ich irgendwann an Land ziehen mit dem Schiff. Das war eine zwielichtige Gestalt. Die erinnert mich an dich, alter Mann. Naja, ich bin ein guter, aufrechter Bürger. Vom Meeresgrund ans Licht, meint sie Bergensgut? Lehren der See, Artikel 18. Die offene See steckt voller Gefahren, doch dürfen wir das Unbekannte nicht fürchten. So, Mensch, hast du das denn her? Deine Liebe mag so weit und ungegründet sein wie das Meer, doch das schreckt mich nicht ab. Ich hole sie aus dem kalten Tiefen deines Herzens empor, Juri. Tu dir keinen Zwang an. Alles klar. Gut. Ja, ich habe so das Gefühl, da wird gleich auch eine Cutscene aufploppen. Frag mich nicht wieso, aber ich nähere mich mal diesen Typen hier. Hallöchen, Duke. Ja. あれの出現を許したお前に、全員の妄想を託しておけない。俺が何だか知ってんのか。あ、それ、僕は、もう、一回、謝らなければ。この世を最悪から守るべきだ。渡るべきでないものの手に渡ってしまった。すべて元ある場所へ戻すべきだ。まずはその剣を私に。 待てよ。元ある場所にってんなら、エステルに返すべきじゃねえのか。正しく使える者の手に置いておくことほど無益なことはない。私たちはデインノモスに皇帝の証以上の意味を見出していませんでした。そういう意味ではあなたの手にある方がふさわしいのかもしれません。
じゃあ悪いけど、もうしばらく俺に貸しといてくれないか。アレクセイは俺たちが止める。そのために。分かった。しかし、もしお前たちが最悪を前に膝を折ることがあれば、その剣我が手へ回収する。分かった。行こうぜ。 Wenn ich gut hat, Wert auch geregelt haben. Sehr kurze Cutscenes in letzter Zeit, oder bin ich mir halt nur ein? Ich gehe mal raus, kommt jetzt noch eine Skit oder irgendwie sowas. Schon so fast die Befürchtung, dass noch ein Skit kommt. Pass auf. Nö, okay. Ja, gesibbel. Huch, Entschuldigung bitte. Oh nein, ich habe mich zu entschuldigen. Hier, du hast dieses Buch fallen lassen. Oh ja, vielen Dank. Ach, das Album, was? Deins enthält aber eine beeindruckende Fülle an Daten. Du hast wohl eine Menge seltener Objekte gefunden. Sehr spannend. Wie? Das findest du spannend? Rita beklagt sich ständig, wir hätten nicht mal annähernd genug gefunden. Wenn es keinen so großen Umstände macht. Ja? Meinst du, ich könnte mir dieses Album ein Weilchen borgen? Wenn ich es in einem Monat, nein, nur zwei Wochen haben könnte, wäre das schon ausreichend. Bitte, bitte leih es mir. Ach, naja. Nein, das geht nicht. Und erst recht nicht so lange. Ach, Mordio, du kennst diese junge Dame? Ja, ich weiß, dass du was nicht hören willst. Aber wir können dir das Album noch nicht geben. Warum nicht? Es ist nämlich noch nicht vollständig. Willst du dir nicht lieber das vollständige Album ansehen? Wir wollen es dir nicht jedes Mal vom Neuen leihen müssen, wenn wir es aktualisieren. Ja, ich verstehe, ja. Dann boxt Maus, wenn ihr es vervollständigt habt. Natürlich erwarte ich nicht, dass ihr es mir umsonst leiht. Oh, du musst uns nichts dafür geben. Das geht schon in Ordnung, wirklich. Wir bringen es dir dann. Vielen Dank. Mein Name ist Giovanni. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, bin ich ein Forscher hier. Gut, Herr Giovanni, wir bringen dir das Album, seit wir es vervollständigt haben. Oh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwie vervollständigen noch. Nicht, dass ich irgendwann verpasst habe oder so. Ups. Noch irgendwas hier? Nein, okay, dann speichere ich erstmal. Oh, hier passiert sogar was. Oh, Juri, willkommen zurück. Lange nicht mehr gesehen. Das gilt auch für euch. Willkommen zurück. Oh, Flame, wenn du hier bist, sollte ich heute wohl besonders gut sein. Ich helfe dir gerne beim Kochen. Es ist sehr freundlich, junge Dame. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin eine ordentliche Köchin und ich will, dass du mir verrätst, was Juri gern isst. Hey, tja, dann freue ich mich über das extra Peilende. Du kannst auf mich zählen, in der Küche bin ich eine praktische Hilfe. Vor einiger Zeit hat ein selbsternannter Weltklasse-Koch hier genächtigt und diese Kochjacke liegen gelassen. Du sollst sie tragen, damit du deine Kleidung nicht schmutzig machst. Zeig mal. Ich habe das Gefühl, dass ich ähnliche Kleidung wie diese von Patty schon mal irgendwo gesehen habe. Wahrscheinlich an diesem Wunder sonst was. Der Typ ist ein Geheimnis, das in einem Rätsel verborgen liegt. Junge Dame, du hast wirklich ein Händchen fürs Kochen. Findest du wirklich? Ich will einfach mein Bestes geben, damit ich Juri mit köstlichen Essen versorgen kann, wenn wir verheiratet sind. Du machst das alles für Juri? Mit so einer verlässlichen Dame an deiner Seite wird es ihm an nichts mangeln. Es ärgert mich, dass du eine so hohe Meinung von mir hast. Aber meine erste Liebe ist das Meer, also befürchte ich, wir würden hier nicht bleiben. Die Unterstadt kommt auch prima ohne Juri zurecht, also kein Grund zur Sorge. Ihr beide könnt gehen, wohin auch immer der Wind oder das Wasser euch trägt. Juri und ich werden für immer die Schätze des großen blauen Meeres erkunden. Worüber grinst du denn so, Flynn? Ach nichts, das klingt nur so, als hätte sich das Mädchen gut um den Finger gewickelt. Wuff. Patty, Flynn und Repeat sagen, sie wollen auch mitkommen. Moment mal, Juri. Oh je, das ist ein Dilemma. Ich bin beliebter, als mir recht ist. Betty hat den folgenden Titel erhalten. Fantastische Köchin. Und irgendwie ist gerade mein Bildschirm voll am Abspacken. Das sieht man in den Aufnahmen aber irgendwie nicht gut. Wunder, Betty. フルーツポンチのように甘いな。何を言うか。うちは海峡の渦潮の波よりもしょっからい女なのじゃ。忘れているぜ。ワンダーシェフは擬態ができなきゃいけないってことを。ガッカーン!
Oh Gott, Bettgewohnheiten von Julia, da habe ich jetzt was ganz anderes verstanden. Ja, ich bin schuldig. Ja, wir reden hier von Judith, also komm schon, so, ich gehe jetzt noch mal zu Juris Gemächern. Guck, ob da noch irgendwas ist. Da hätte ich irgendwie geraten, dass da irgendwie noch was wäre. Oder ich speichere einfach hier, so. Bin schon mal auf der sicheren Seite.